Hallo zusammen und willkommen zum Making-of-Video von meinem Halloween-Projekt 2016. Mein Name ist Timur Fischer und heute zeige ich euch, wie alles entstanden ist. Das Projekt startete nach meinem Halloween-Projekt Ende Oktober und endete Anfang Januar 2017. Wie jedes Jahr gab es bei uns im Häuserblock wieder eine Adventsfenster-Aktion. Dabei eröffnet jeden Abend vom 1. bis zum 24. Dezember ein Haus ein neues Fenster. Nach vielen physikalischen und technischen Problemen letztes Jahr und dem riesigen Erfolg des Halloween-Projektes wollte ich wieder was mit Projektoren machen. Nachdem bei Halloween schon die Fenster miteinander interagiert hatten, wollte ich diesmal, dass die Leute interaktiv in das Geschehen im Fenster eingreifen können. Ich bekam schließlich die Nummer 20 und von da an begann der Wettlauf mit der Zeit. Zu Beginn legte ich die Parameter fest, irgendwas mit Projektoren, die Leute sollten irgendwas damit machen können und es sollte auf jeden Fall zuverlässig arbeiten und leicht zu warten sein. In der Ideenphase wurde ich vor allem vom Miniaturwunderland in Hamburg inspiriert. Dort können die Leute mit einem Knopfdruck in das Geschehen der Anlage eingreifen. Ich entwickelte das Konzept eines Hauses auf einem Schneeberg, in dem dann die Geschehnisse stattfinden sollten. Doch was sollte in einem Haus alles passieren? Die Antwort lieferte zu Anfang wieder Atmos FX, Santa's Workshop. Nun ging die eigentliche Arbeit los, die Animierung von dem Haus und dem Schneehügel und der Übergang zwischen den Szenen. Bei den Grafiken setzte ich dabei auf PowerPoint, während ich bei der Animation auf Magic's Video Deluxe 2015 zurückgriff. Die Aktionen bestanden dabei aus den Videoclips, wobei am Anfang und am Ende einer Interaktion immer dieselbe Ausgangslage war, der Wartemodus. Nun fügte ich den Wartemodus und die Aktionen abwechselnd in eine Playlist von VLC Player ein. Drückte man nun die Taste N, wechselte man vom Wartemodus in eine Interaktion. Sobald alle Aktionen einmal gezeigt wurden, beginnt die Liste wieder von vorne. Doch damit war nur die Hälfte geschafft. Der wichtigste Teil, der Teil, wie das Signal oben im Fenster ankommen soll, musste ja auch noch gelöst werden. Meine erste Idee war, hey, es gibt Bluetooth-Fernbedienungen. Gibt es also nicht einfach sowas wie einen einfachen Aktionsknopf? Leider gab es nicht sowas, beziehungsweise ich hatte ihn nicht gefunden. Schließlich sah ich, dass die Lösung näher war, als ich dachte. Meine Maus verfügt über Sonderknöpfe, die man frei programmieren kann. Ich kaufte also eine Funkmaus für 8 Euro. Und da es bei solchen Billigprodukten leider keine Software zum Einstellen der Knöpfe gibt, lud ich noch das Freeware-Tool X-Maus Button Control herunter. Im Test funktionierte das schon mal. Doch woher sollen die Leute wissen, auf welchen Knopf man bei einer Maus drücken sollte? Ich baute also die Elektronik der Maus aus und zum Glück hatte es der Hersteller mir dabei nicht allzu kompliziert gemacht. Eine kurze Analyse der Leiterplatte ergab, dass ich einfach durch das Verbinden der Leitungen gelb und braun einen Tastendruck simulieren konnte. Die Elektronik baute ich dann in einen Aufputzknopf ein, der dank IP65 auch witterungsbeständig war. Zuvor durfte ich hier aber noch die Platine verkleinern, da sie so nicht direkt in das Gehäuse passte. Nach einem finalen Test war auch dieser Part abgeschlossen. Zum Schluss blieb nur noch der Sound. Dieser wurde wieder von einer meiner 4 Bluetooth-Boxen übernommen, die ich schon an Halloween eingesetzt hatte. Und durch eine Zipptüte habe ich diese einfach dann wasserdicht gemacht. Damit war das Projekt bereit für den Start am 20.12. Doch das war eigentlich der Beginn des Projektes. Über die Logdatei fand ich heraus, dass die Leute scheinbar meinten, die Aktion würde schneller kommen, wenn man 5-mal die Sekunde drauf rumdrückt. Diesem Vorgehen schob ich am zweiten Tag einen Riegel davor mit der Entprellfunktion. Diese war aber auf 500 Millisekunden beschränkt und so gab es wieder Leute, die alle Sekunden drauf drückten. Am dritten Tag baute ich dann ein Ping-Signal und eine Schrift ein, die den Empfang des Signals an den Drücker bestätigten. Das Problem wurde so weitestgehend behoben. Doch nicht nur Bugfixes fanden den Weg ins Fenster, auch kleine neue Aktionen gesellten sich dazu. So kamen bis zum Schluss des Projektes 6 neue Interaktionen dazu. Dazu zählten lustige Schneemänner, der Weihnachtsmann mit einem Schlitten, die Minions, Piggledy und Frederick und Olaf von Frozen. Zusätzlich gab es am Silvester auch eine Sonderedition.
Bis zum Ende des Projektes verzeichnete die Log-Software von meinem Freund Raphael insgesamt 688 Knopfdruckaktionen. Die 688 ist aber die reale Endzahl, weil alle doppelten und dreifach gedrückten Aktionen natürlich rausgefiltert wurden. Hier gibt's ein paar Statistiken. Zum Ende des Projektes wollte ich nochmal ein Dankeschön an alle sagen, die mir bei dem Projekt geholfen haben und mich bei den einzelnen Sachen beraten haben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Blick hinter die Kulissen bei diesem Projekt werfen lassen. Bis bald, euer Timo.